Wie schön, dass wir zusammen heute Ostern feiern können in der Kinderkirche zu Hause. Wir sind jetzt schon ein kleines Stück zusammengegangen. Am Gründonnerstag hat jeder eine Blüte gestaltet oder vielmehr wir haben zusammen als Familie für jeden Blüten gestaltet. Einander dienen war das Thema. Wir haben am Karfreitag drüber nachgedacht, was es bedeutet, zuzumachen. Und einen Stein auf mir zu spüren. Und haben diesen Stein auch bei Jesus abgelegt. Ja, und an der Stelle wollen wir heute auch mit der Gestaltung weitermachen. Dazu brauchen wir heute aber nicht viel. Außerdem möchte ich euch die Geschichte natürlich weiter erzählen, wieder mit der Erzählschiene und dem Figuren-Set-Heft, wo die ganzen Figuren drin sind, die man für diese lange, lange, lange Geschichte braucht. Und dann können wir eigentlich auch schon anfangen. Stellt bitte eine Schale mit Wasser, eher groß als klein, bereit. Dazu vielleicht auch noch eine Küchenrolle. Dann brauchen wir eine neue Kerze. Und für alle, die noch keine Blüte oder Stein jetzt gefaltet haben, denen empfehle ich ein farbiges Kopierpapier. Halbiert dieses, macht es zum Quadrat und faltet eine Blume, die ihr aber verschließt, nach meiner Anleitung auf der Homepage oder im Gründonnerstag-Film. Lasst uns wieder mit dem Kreuzzeichen beginnen, mit den Worten, die es auch bedeuten kann, das Kreuzzeichen. Lieber Gott, komm in mein Denken, komm in mein Fühlen und in mein Tun. Und öffne jetzt unsere Herzensohren und Augen für deine Osterbotschaft. Amen. Wenn wir jetzt die Bibel aufschlagen im Matthäusevangelium, dann liegt bei mir da schon etwas drin. Wir wollen uns heute auf den Weg machen mit diesen beiden Frauen, die einfach nochmal zum Grab gehen wollten. Und sie gehen am Anfang so. Wie schauen sie denn aus? Ihre Haltung ist traurig, verschlossen, vielleicht auch ein bisschen schwerfällig, wie sie da zusammengehen. Aber sie werden anders zurückkehren. Was ist da wohl jetzt dazwischen passiert? Und was hat das mit uns zu tun? Zwei Tage nach seinem Tod sind sie auf dem Weg, die zwei Frauen, zum Grab von Jesus und unterhalten sich, was in der letzten Woche alles passiert ist. Kannst du dich erinnern an den Einzug in Jerusalem, wie sie alle gejubelt haben und Jesus schließlich gekommen ist? Auf einer Eselin und ihrem Fohlen. Ja, und dann das letzte Abendmahl. Alle 12 waren sie da. Und weißt du noch, wie er die Schüssel mit Wasser hat bringen lassen? Und nach dem Mahl, da ist er doch in diesen Garten gegangen. Weißt du noch warum? Er wollte beten, um Kraft für das Schwere, was vor ihm lag.
Ab hier haben sich die Ereignisse überschlagen. Bestimmt kannst du dich daran erinnern. Judas, der ihn mit einem Kuss verraten hat, die römischen Soldaten, die ihn festgenommen und abgeführt haben, die Verurteilung und dann der schwere Weg mit dem Kreuz, bei dem er verspottet wurde, ausgelacht und angespuckt, bis sie ihn ans Kreuz genagelt haben. Weißt du noch die letzten Worte, die er gerufen hat? Vater, in deine Hände lege ich mich jetzt. Und dann? Ja, er wurde abgenommen und in eine Höhle gelegt. Die Höhle wurde verschlossen mit einem schweren Stein. Und die Soldaten? Genau. Die sollten aufpassen, dass sein Leichnam nicht weggenommen wurde. Das sind die Ereignisse, über die sich die beiden Frauen auf dem Weg zum Grab in der frühen Morgenstunde unterhalten. Da fängt die Erde auf einmal an zu beben und wie ein Blitz vom Himmel erscheint da ein Engel in weißem Gewand, der den Stein wegwälzt, sich ihnen zuwendet und sie eine Stimme hören. Fürchtet euch nicht, ich weiß, wen ihr sucht, Jesus, den Gekreuzigten. Aber er ist nicht hier, er ist auferstanden, wie er es euch gesagt hat. Kommt und seht selbst. Der Platz, wo er gelegen hat, ist leer. Geht, lauft zu seinen Jüngern und sagt ihnen, Jesus lebt. Jesus ist auferstanden von den Toten. Und er geht vor euch her nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen. Der Stein ist auch bei uns weggerollt und die anderen Steine haben sich verteilt. Und jetzt dürfen wir auch die neue Kerze anzünden, die neue Jesuskerze. Denn Jesus ist auferstanden. Jesus lebt. Nun brauchen wir die Schale mit dem Wasser. Stellt sie doch bitte in die Mitte. Und einer darf anfangen und seine Blüte hineinlegen. Und schaut mal, was mit dieser verschlossenen Blüte jetzt passiert. Ostern heißt, Jesus, mach dich lebendig. Jesus, bring dich zum Blühen. Jesus lebt in dir.
Jetzt dürfen wir jedes Mal für die Person einen Dank gemeinsam aussprechen. Zum Beispiel so: Danke, lieber Jesus, dass du die Marie zum Blühen bringst. Dann wird die offene Blüte auf ein Stück Küchenpapierrolle gelegt zum Trocknen, damit wir sie später für die Osterfesttafel trocken benutzen können. Und jetzt ist der nächste dran. Zum Schluss stellen wir die Kerze noch in die Wasserschale hinein, ein Zeichen dafür, dass Jesus Licht und lebendiges Wasser in unserem Leben sein möchte. Betet doch noch ein gemeinsames Vaterunser und beendet eure Familienandacht mit dem Kreuzzeichen, was zum Schluss auch so viel heißen kann wie: Guter Vater, bleib in meinem Denken, bleib in meinem Fühlen und in meinem Tun. Amen. Zum Schluss möchte ich mich bei euch bedanken, dass ich mit euch die Kartage feiern durfte. Ich wünsche euch noch ein wunderschönes Osterfest, natürlich mit vielen Ostereiersuchen. Und freue mich über Rückmeldung, wie alles geklappt hat bei euch, auch Ideen und Wünsche, Anregungen. Schreibt mir einfach über meine Homepage eine E-Mail. Alles Liebe und Gottes Segen für euch. Und bitte die Osterpost nicht vergessen. Für die Oma oder einen anderen lieben Menschen, der heute nicht bei euch sein konnte. Damit die dann auch die Osterbotschaft erleben können.